In diesem Video befassen wir uns mit der optischen Wahrnehmung und starten mit optischen Täuschungen. Damit diese optischen Täuschungen jetzt besser wirken, blende ich zuerst die Kästchen im Hintergrund aus und zeichne zwei gleiche Kreise. Und um den linken Kreis werde ich jetzt kleinere Kreise zeichnen und um den rechten Kreis größere Kreise. Und nun entsteht die erste optische Täuschung, die wir uns gerade jetzt angucken. Plötzlich erscheint der linke Kreis größer als der rechte. So ähnlich kann man das auch mit Strecken machen. Wir zeichnen zwei gleich lange Strecken und an die obere Strecke zeichne ich solche Linien, die sozusagen nach außen zeigen und unten Strecken, die nach innen zeigen, und plötzlich erscheint die Strecke, die sich oben befindet, länger als die untere Strecke. So, das waren jetzt optische Täuschungen, wo sich scheinbar die Größe verändert. Es gibt aber auch optische Täuschungen, die gerade Linien entweder krumm erscheinen lassen oder krumme Linien gerade erscheinen lassen. Hier zum Beispiel eine optische Täuschung. Wir zeichnen ganz, ganz viele Kreise mit dem gemeinsamen Mittelpunkt und hier so ein Quadrat, und plötzlich erscheinen die Seiten von dem Quadrat gekrümmt, obwohl sie es gar nicht sind. So, davon können wir uns überzeugen, wenn wir den Hintergrund wieder einblenden. Wir sehen, die Kreise sind tatsächlich gleich groß. Der Durchmesser beträgt hier 2 Kästchen und die Linien sind beide 6 Kästchen lang. Also damit sind sie auch gleich lang. Und wir sehen jetzt auch hier anhand der Kästchen, dass die Seiten von dem Quadrat immer parallel zu den Kästchen verlaufen. Also auch diese Linien müssen gerade sein. Wir stellen also fest, dass das, was wir sehen, davon abhängt, wovon unsere Gegenstände umgeben sind. Der Grund ist, das Sehen entsteht eigentlich erst im Gehirn. Das Auge ist ein Sensor, mit dem wir das Licht wahrnehmen. Dann wird das, was wir gesehen haben, in ein elektrisches Signal übersetzt und über Nerven dann zum Gehirn weitergeleitet. Und erst das Gehirn interpretiert diese Signale und wir sehen Dinge. Aber das, was wir sehen, wird oft von der Umgebung dann beeinflusst. Es gibt optische Täuschungen, die jetzt nicht darauf basieren, durch welche Gegenstände das, was wir beobachten, umgeben ist, sondern es gibt optische Täuschungen, die auch auf unserer Erfahrung basieren. Und zum Beispiel sieht man im Leben relativ selten Gesichter, die auf dem Kopf stehen, und wir sind nicht gewohnt, solche Gesichter zu beobachten. Und zum Beispiel hier, wenn man die Bilder jetzt richtig rumdreht, sehen wir, dass ich das rechte Bild deutlich bearbeitet habe. Ich habe die Augen ausgeschnitten und auch den Mund und beides um 180 Grad gedreht. Wir fassen also zusammen: optische Wahrnehmungen entstehen durch ein Zusammenspiel von den Augen und dem Gehirn. Das Licht wird von den Augen empfangen und in elektrische Signale übersetzt. Diese Signale werden vom Gehirn interpretiert. Die interpretierten Bilder werden von der Umgebung und unserer Erfahrung entscheidend beeinflusst. Nun soll es um das räumliche Sehen gehen. Und wir machen ein Experiment, und zwar: halte den Daumen etwa 5 cm vor deiner Nase, leicht nach rechts versetzt. Mach deine Augen abwechselnd zu und dann wiederhole das Experiment mit deinem ausgestreckten Arm. Also zuerst den Daumen ganz nah am Gesicht und dann möglichst weit weg. Also man könnte sich das so vorstellen: hier der Daumen nah an der Nase, so ein bisschen versetzt, also näher an einem anderen, an dem rechten Auge. Und dann strecken wir den Arm aus, versetzen den auch so ein bisschen nach rechts und schauen uns an, was passiert.
Das Experiment möchte ich einmal gerne simulieren. Ich habe jetzt eine 3D-Szene mir zusammengeklickt und habe folgende Quellen dazu verwendet. Wir werden gleich sozusagen virtuell einmal das eine Auge und dann das andere Auge zumachen, den Arm ausstrecken und es nochmal tun. Ich starte mal das Video. Und wir haben gesehen, dass der Daumen, wenn er näher an den Augen war und wir die Augen auf und abwechselnd auf und zu gemacht haben, ist der Daumen viel weiter gesprungen, als wenn der Daumen weiter weg von unserem Gesicht ist. Okay, nun notieren wir. Mit den Augen werden zwei Bilder aufgenommen. Je näher die Gegenstände an den Augen, desto stärker sind sie auf den Bildern zueinander versetzt. Und das Gehirn interpretiert daraus die Entfernung. Ja, also wenn die Gegenstände in dem linken und rechten Bild weit auseinander sind, dann weiß unser Gehirn durch unsere Erfahrung, dass diese Gegenstände sich näher an uns befinden. Und wenn wir Gegenstände haben, die in den Bildern ihre Position kaum ändern, sind das Gegenstände, die weiter weg von uns entfernt sind. Und das nennen wir räumliches Sehen.